Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included in unserer hoffnungslosen Kolonie. Es geht wieder weiter hier. So Leute, inzwischen habe ich schon ein bisschen was weitergebaut. Ja, ich habe vorhin schon mal kurz eine Aufnahme gestartet, habe dann aber gefunden, dass die nicht gut war. Ich habe jetzt hier oben auch noch die Heizspirale praktisch, beziehungsweise die Kühlspirale reingemacht. So wie hier unten eben, das verlängert dann. Dass wir eben zuerst hier oben die Turbinen kühlen und dann hier kühlen. Ich hoffe, das reicht. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir eben noch einen zweiten Wasserkühler eben auch hier reinstellen. Dann, das sollte aber dann auch nicht das Problem sein. Ja, das habe ich auch wieder aus Blei gebaut, wie bisher auch. Und was ich noch gemacht habe, das war hier oben in unserem Kühlraum hier. Da habe ich mal jetzt noch Wärmetauschplatten aus Blei hier hingebaut, damit es hier auch noch besser funktioniert. Weil das hat hier schon super geil funktioniert, sogar zu gut, dass mir da sogar das Petroleum mit der Leitung gefroren ist. Deswegen ist auch hier ein bisschen Petroleum jetzt hier in unserer Schleusensperre drin hier. Aber das ist nicht schlimm, das ist überhaupt nicht schlimm. So, was ich nur ein bisschen schlimm finde, oder was heißt, nee, eigentlich ist auch nicht schlimm. Ich habe mir halt nur gedacht, eigentlich ist es hier so ein bisschen falsch gebaut, ne? Weil das steht hier so blödes Öl hier rum. Ja, aber es ist halt jetzt wirklich, weil hier das Petroleum drin ist, gut. Aber das hat halt wirklich gut hier übertragen, das Ganze, die Platte hier. Es ist zu überlegen, wo das Essen hier vorbeifährt, dass man es da halt auch macht, ne? Naja, wir lassen es einfach mal hier so bestehen, wie es ist. Nicht, dass es wieder zu kalt wird. So, machen wir hier weiter. Also da müssten wir jetzt dann das hier, was wir hier unten drin haben, hier hin übertragen. Hat er schon angefangen auszubrechen. Ah, der fängt gleich an. Ja, wir sind gerade eigentlich günstig. 29 Sekunden aktiv. Die Zeit läuft irgendwie nicht ab. Ist das irgendwie wieder ein Fehler hier? Sehr merkwürdig. Gut, hier oben wollen wir noch Wasserstoff dann reinfüllen. Ja, da wird noch das letzte Kohlendioxid wieder rausgepumpt. Habe ich da eigentlich gesperrt? Ja, da habe ich gesperrt. Wahrscheinlich, wenn wir da nicht mehr rein müssen in den Raum, dann würde ich das wahrscheinlich auch sperren, damit hier eigentlich nicht laufend dann jemand hier durchläuft und da immer dann das Gas hier zum Beispiel rausgeht. Ja gut, man hätte ja auch noch ein bisschen Wasser hinschütten können. Das wäre auch noch so eine Maßnahme gewesen, aber wir lassen es jetzt einfach mal so. Gut, was wir auch natürlich machen könnten hier, um hier Wasser reinzubekommen, wir könnten hier Eisplatten hinterbauen. Ja, nee, das machen wir jetzt nicht. So, ich habe auch wie versprochen ein Tool installiert, also ein neues Mod-Teil. Müssen wir mal gucken, wo es ist. Den Bottle Inserter hier. Also da können die Duplikanten Flaschen hinbringen. Und das wird dann praktisch gleich in der Leitung reingefüllt. So, wo stelle ich denn das Ding mal hin? Wir müssen nämlich hier unseren Kühlkreis auffüllen. Können wir eigentlich mal hier hinstellen, oder? Machen wir es mal so ein bisschen im Abstand. Oder bauen wir gleich zwei. Ich weiß ja jetzt nicht genau, wie viel die in die Leiter in die Leitung rein tun. Ja, da können wir jetzt einfach mal normales Rohr nehmen. Das ist günstiger. Ups, aber nicht. Ja, nicht wieder aus Granit. Das ist nämlich auch wieder doof. So. So. Da sind sie fertig. Und jetzt kann ich hier einstellen. Flüssigkeit. Wir nehmen Petroleum als Mittel unserer Wahl. Ah, hier steht auch schon ein bisschen rum. Das kann man gleich mal gucken. Flüssigkeit Petroleum. Machen wir einen neuen drauf. Gut, da gibt es jetzt kein irgendwie Autoabfüllung oder was hier. Oder doch, gibt's. Was labere ich denn hier für einen Quatsch? Natürlich gibt es die. So, und jetzt sehen wir, zack. 200 passt hier rein, glaube ich. Ah ja, der tut auch 10erweise das hier rein. Ja gut, okay, dann macht es wenig Sinn, da zwei zu bauen, wenn das hier 10erweise reinläuft. Das war jetzt wieder nur so ein kleines Püppchen hier.
So, nichts Besonderes. Ach, das Betäuben hat sogar, ja. Und wird jetzt hier auf 36 Grad runtergekühlt. Einmal 14 Grad jeweils macht ja so ein Wasserkühler immer. Ist eigentlich ganz gut, wenn das jetzt vorher schon mal hier laufen kann. Wenn, da könnte man sogar ein bisschen weiter runterkühlen noch, weil, ja. So, ah ja, der Vulkan fängt an. Steigender Druck bricht aus. Ah ja, jetzt läuft auch der Countdown runter. Nächste Ruhephase in 76,6 Zyklen. Okay, alles klar. Schön. Dann haben wir ja eine große Zeit, in der ihr uns was ausspuckt. Wie viel spuckt dann eigentlich raus? 10 Kilo pro Sekunde. Sehr schön. Bei 2000 Grad, ja. So, und da geht's auch schon los mit dem Ausbruch. Ja, wenn da mal der blöde Autosave-Effekt wäre. So, ja. Es hat eine schöne Farbe, finde ich. Das Kobalt hier, wenn es flüssig ist. So, im Moment entsteht noch kein Dampf. Doch, jetzt der erste Dampf entsteht. Jawohl. Jetzt geht's ab hier. Ja, und auch die erste Sache hier. Das wird jetzt hier praktisch immer rumgewirbelt, das Ganze. Und ja. So, nur das hat halt noch nicht viel. Der Dampf war halt gleich wieder weg hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen aufpassen, dass wir da zu viel reinpacken hier. Weil dann sonst eiert es nämlich so blöd dann. Wobei, wenn da ein Stück leer bleibt, dann haben wir es eigentlich, dass wir da genug Luftblase drin haben. So, das fühlt sich jetzt, je nachdem, wo hier wieder eine Lücke ist. Jawohl. Ah, jetzt kommt wieder lange mal. Ja, einmal können wir, glaube ich, noch, ne? Ne, es ist dann... Ja, ne, 200 wird nicht mal reinpassen. Das heißt, eigentlich können wir den hier schon zerlegen hier. So, das können wir auch zerlegen. So, jetzt haben wir nochmal was drinstehen, jawohl. 170 Kilo. Ja, finde ich wirklich eine sinnvolle Sache, weil da muss man nicht wieder mit der Pumpe mit Strom rummachen und dann wieder ausleeren und so. Das tut einen Haufen Duplikantenzeit sparen. Also das ist wirklich ein geniales Mod-Teil hier. Das habe ich bei jemand anders auch schon mit gesehen. Und ich habe aber erst immer nicht gewusst, wie das heißt. So, jetzt müssten wir eigentlich genug drin haben, oder? Das heißt, den können wir dann auch zerlegen. Den Rest aus der Leitung klemmt noch mal leer hier. Oh Gott, das hat jetzt der... Ach so, ja, die sind jetzt... Die sind jetzt im Vakuum, ja. Hm. Da könnt ihr eigentlich auch keinen Temperaturaustausch haben. Das ist natürlich noch der Fehler. In meinem Dekor sozusagen. So, das kommt weg. Dann wird hier aufgewischt. Und hier unten müssen wir, glaube ich, nicht mehr rein. Hat der gut. Wir lassen die, wenn nicht, lassen wir die Pumpe einfach da hängen. Die trennen wir einfach vom Netz jetzt hier. Das ist ja gar kein Thema. Und das hier wegmachen. Und die Tür tun wir einfach hier deaktivieren, dass hier keiner mehr rein darf. Dasselbe Spielchen ist hier. Ja, das ist schon passiert. Und hier oben das gleiche Spiel. Da sind wir eigentlich auch fertig. Ja, mal kurz gucken. Gut, wenn man da natürlich Wasserstoff genug drin hat, dann können wir ja, können wir es auch machen, dass wir da mal auf, dass wir da mal reingehen oder so. So, auch hier durch die Pumpe hier abschneiden. Und das Wasserstoff hier reinleiten, ja, wenn ich wieder darf hier.
Der Autosave, der tut mich wieder stören. Ich habe auch hier die Starkstromleitung noch ein bisschen umgebaut. Warum habe ich das eigentlich getan? Ach so, ja, weil wenn ich da unten dann noch, ja, da braucht man nicht doch dann noch Transformator-Zeugs hier. Was wir schon machen können, das wäre eigentlich hier. Die Stromleitung hier kappen. Die kann weg. Braucht keiner mehr. Machen wir hier. Geht es auch noch? Es fällt da wahrscheinlich dann nach innen rein, aber das ist dann auch egal. Nee, doch nicht. Ja, die Regel habe ich noch nicht so ganz geblickt hier, aber ist egal. So, der wäre aktiv, der Aluminiumvulkan. Und er hier, ja, der spricht jetzt gleich wieder aus. So, was wollte ich machen? Genau, ich wollte das Gas anstellen. Ja, leider haben wir da nicht so viel, aber ja, es muss reichen. Es wird immer wieder erzeugt. Ich meine, ich muss mir dann mal eine Strategie überlegen, wenn ich da die Rakete habe mit Wasserstoffantrieb. Da muss ich ja eigentlich... Ja, da wird dann im Prinzip der Sauerstoff der Abfall. Ich meine, gut, da wird man es eben so machen, dass man das wahrscheinlich nicht so laufen lassen hier. Selber. Da könnten wir höchstens was machen. Wir könnten ja mit Solarstrom uns den Strom für unser... Naja, wobei... das ist... Nee, es ist keine so eine gute Idee. Höchstens wir nehmen halt Solarstrom zur Unterstützung fürs Stromnetz dann, aber wir würden es dann halt ans normale Netz hängen hier, dass wir da einfach da den Raum vielleicht auch sogar ein bisschen anders bauen. Und das, den Sauerstoff halt einfach in unseren Tank hier leiten natürlich und ja, nur damit wir halt unseren Treibstoff sozusagen kriegen. Beziehungsweise das ist ja eigentlich auch Quatsch. Ich brauche ja den Sauerstoff. Ich muss den ja auch verflüssigen, ja. Aber da müssen wir dann halt noch ein Ventil einbauen sozusagen. Also was heißt Ventil brauchen wir nicht direkt, aber müssen da noch eine Möglichkeit schaffen, dass eben der Sauerstoff auch in den Tank fließen kann danach hier. Wenn er nicht mehr gebraucht wird. So, wie schaut es denn aus? Ja, ein paar Gramm sind da. So, und hier oszilliert das Ganze. Ja, solange hier nur ein paar Mikrogramm Dampf sind, funktioniert das nicht so toll. So, jetzt gehen wir mal her. Wie war das mit dem Snapshot? Wir werden das gleiche nachbauen hier. So. Das wird man genau hier, weil den Raum haben wir genau gleich angelegt hier. Warte mal. Die Leiter stört hier doch, oder? Ne, die ist ja auch so. Okay, ne, dann können wir es doch machen. War gerade ein bisschen irritiert. So. Aber stopp, da ist ein kleiner Fehler bei. Wir brauchen den ja nicht her, also da haben wir gesagt, vielleicht, wenn es nicht funktioniert, aber das würde bedeuten, jetzt muss ich hier aufpassen, Rohrleitung will ich zerlegen, oder abbrechen. Rohrleitung, jawohl, ist ausgewählt. Das löschen wir alles weg hier. So, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht und dann müsste hier noch Stromkabel sein. Na Quatsch, was mache ich denn hier? Das muss weg. Und das Automatisierungskabel. So. Das muss weg.
Der Rest, der wird alles so gebaut. Den brauchen wir ja so. Warte mal, die Stromleitung hier. Die ist schon fast richtig. Ah ja, die geht jetzt auch hier durch die Tür, aber das ist nicht schlimm, habe ich gesagt. Die Stromleitung wird man noch ein bisschen verlängern. Ach komm, wir können die zweite Tür auch noch mit anschließen. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Ja. Da kommt eine Batterie. Die Batterie hat da den Anschluss. Okay. Dann brauche ich da noch einen Transformator. Auch ein Trafo, kurz genannt hier. Ja, da geht er nicht, glaube ich. Oder wird er da gehen? Ich glaube, hier geht er sogar. Ah, nee, wir bauen den jetzt nicht direkt so. Es war ja bisher eigentlich immer so gedacht, ne? Ja, das hätte ich mir tatsächlich. Ach doch, da, die Seite, die von Trafo, die habe ich hier immer direkt in den Strahl hier reingebaut, okay. Aber das machen wir dann hier tatsächlich nicht, auch nicht, weil das ist eigentlich so nicht gedacht. So, Batterie. Ja, Kupfer müsste ich wieder mal produzieren. So, starkes, nee, nicht stark, sondern normales Leiterkabel. Und ein Automatisierungskabel. Das habt ihr ja schon oft genug gesehen, diese Sache hier. Und wir brauchen noch ein starkes Leiterkabel. Das stimmt trotzdem nicht Starkstrom, sondern das hier. So, was habe ich das gebaut? Weiß ich gerade gar nicht. Doch, Kupfer tatsächlich. Was ist das eigentlich hier für ein krummer Wert hier? 595 Kilo bloß. Ne, was heißt da bloß? Ach so, das war, ja, so viel habe ich zur Verfügung. Ja, doch, dann macht es Sinn. Gut. Wobei ich eigentlich ganz gerne hätte, dass das hier am ersten gebaut wird, damit ich es gleich einstellen kann. So, was hat denn eigentlich der Drucker für uns? Dünger, Keuchwurzsamen. Ja. Dünger brauche ich eigentlich auch überhaupt nicht eigentlich. Haben wir sonst noch Pflanzenpflege? Nee. Landwirt brauche ich eigentlich keinen. Mache ja alles aus Fleisch. Apropos, da fällt mir auch noch was anderes ein. Wie geht's denn eigentlich unseren Dornenblüten? Ah, denen scheint es gut zu gehen. Die erzeugen ja auch schön Blumenduft. So ein kleiner Nebeneffekt. Ich glaube, früher haben die das nicht gemacht. Was ist mit dir los? Ach, bei dir ist es zu warm. Oder ist das Wasser zu warm? Es kann sein, dass das Wasser hier noch zu warm ist. Gut, dem könnte man Abhilfe schaffen, indem ich hier das Rohr nochmal leer klempnern lasse, ein bisschen hier. Das hat hier auch noch. Ja, das hat nicht so die Temperatur hier. Das müsste ein bisschen kühler sein, tatsächlich. Ah, da reicht hier unsere Kühlleistung nicht so ganz aus. Aber ich will es tatsächlich nicht so arg übertreiben, ja auch. Na gut, ich gehe nochmal auf minus 32 Grad. Ach ja, nee, warte mal, der hat jetzt momentan ja auch nicht so viel Gas zur Verfügung, dass er da ordentlich was machen kann. Jetzt mal gucken, wie schaut es jetzt mit dem Gas aus. Naja gut, ein bisschen noch und dann können wir da die Befüllung auch beenden. So, der bricht auf jeden Fall aus. Wie lange tut er das noch? Das sieht man leider nicht. Wir müssen nochmal analysieren. Aber er tut jetzt eigentlich gleich ausbrechen, ja. Kann nicht noch schnell wegräumen. Ah, das ist zu grau. Ah, wir haben aber noch kein. Das ist natürlich. Ja, wobei im Moment ist ja ein Vakuum. Das bedeutet, es bleibt flüssig, das Zeug. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Ich muss hier Wasser reinfüllen. Mal gucken, haben wir hier irgendwo. Ja, wir hätten hier eine Wasserleitung, aber das ist zu kompliziert, die rüber zu verlegen.
Und ansonsten, warte mal, warte mal. Verschmutztes Wasser, nee, das ist gerade eigentlich nicht so toll. Da hätten wir etwas Salzwasser, wie viel ist denn das? Ja, das ist eigentlich viel genug. Das könnte man benutzen, um das da reinzufüllen. Dann würde da ein bisschen Salz entstehen. Das ist aber nicht schlimm. Da schlagen wir eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn wir es mal so wollen. Was habe ich denn hier? Das Wasserkraut. Nee, das will ich nicht entwurzeln. Das soll ruhig bleiben, wo es ist. Ach, spendieren wir denn einfach mal eine gescheite Leitung hier. Nicht nur Leitung, sage ich schon. Leiter. Nichts sowas komisches hier. Ja, dem Wasserkraut ist es hier eh zu nass. Warte mal, ist hier noch ein Wasserkraut? Nee, ist es nicht. Ja, da wird man noch ein Stückle ausgraben dann. Ja, das braucht auch nicht ausgegraben werden hier. Wenn ich das Feld nicht direkt anklicke und dann will er das ausgraben. Gut, was man aber auch machen könnte, wir könnten es auch hier runtergraben noch. Lass einfach mal das Spiel weiterlaufen. Wenn wir uns hier mal hingraben, da gibt es nämlich auch noch Fossilien. Könnte man das Wasser eigentlich hier zusammenlaufen lassen, so ein bisschen hier. Also wenn das nicht reicht. Na, da warte mal, ich mach's glaube ich anders. Mache ich es mit dem Flaschenentleerer? Das Problem ist. Ah ne, gibt kein Problem. Wir haben ja sogar noch Kapazität offen. Sanitär. Rohrflüssigkeitspumpe. Ja, nee, da geht es jetzt eigentlich schlecht. Die Pumpe würde ich eigentlich dann ganz gern hier unten reinbauen. Hier so vielleicht dann. Also was man schon machen könnte, das wäre Rohrleitung. Was ist denn hier hoch? Ne. Wir legen sie da lang. Ja, Autosave mal wieder, ja. So, da müssen wir es halt ein bisschen zackig machen jetzt hier. Können wir eigentlich auch erstmal hier mit anhängen. Ja, dann brauche ich jetzt nicht einen extra Auslauf bauen, das mal isoliert hier anschließen. Sonst bauen die mir das um und das will ich nicht. So. Ja, das ist auf jeden Fall angenehm. Ja, ich möchte da noch ein bisschen mehr Wasserstoff drin haben. Apropos, warum haben wir eigentlich hier so wenig Wasserstoff? Wir laufen doch rund um die Uhr, ne? Ja gut, es entsteht halt wirklich nicht so viel Überschuss jetzt gerade im Moment. Ja, da wäre halt das Vorgelagerte natürlich. Ja. Sauerstoff läuft. Haben wir auch schon ordentlich was im Tank drin. Da müssen wir einfach noch ein Weilchen warten hier. Ja, mit dem Erdgas wollte ich ja noch was machen hier. Da füllt sich zwar jetzt gerade wieder mal ein bisschen was hier, aber das ist alles nur jetzt gerade vom Öl ein bisschen was. Okay. Ah nee, der hat eigentlich noch. Der hat eigentlich noch genug. Ja, ja doch. Aber der kommt bloß. Er kommt gerade nur nicht hinterher, da zu kühlen. Ah, da ist jetzt unser Essensding ja schon ziemlich voll. Oh Gott, das Ding kommt nicht mehr hinterher. Ja.
Ich meine, was ich halt hier auch habe, das ist, dass ich das hier eben so gelassen habe, damit ich das Biom hier noch mitkühle. Ist natürlich eigentlich totaler Quatsch, ne? Ich glaube, das müssen wir mal zeitnah umändern. Das machen wir folgendermaßen. Wir bauen dann noch eine Lage Ziegel hin. Für was war der Auslauf hier? Ach, das ist noch ein Überbleibsel von irgendwas. Ah, da kann hier aber nichts zerlegt werden. Und dann kann ich die Ziegel umbauen, ohne Gefahr, dass mir da hier das Gas sozusagen versaut wird hier. Na, da ist jetzt ein bisschen eng, das ist ein wenig blöd, aber das ist ja. Da habe ich ihn erfolgreich eingesperrt, ne? Richtig irgendwie frei, ohne da irgendwas zu zerstören. Nee, kriege ich nicht. Wisst ihr was? Dann wird der erstmal zerlegt, denn da mal dann von der anderen Seite bauen. Und den lassen wir auch erstmal sein. Ja, weil da muss der nicht wieder hier das Ganze hier mitkühlen. Das ist nämlich ein totaler Schmann hier eigentlich. Wenn ich es mal recht überlege. So. Ja, es braucht jetzt nicht aus Keramikziegeln gebaut werden. Das wäre zwar ein guter Insulator dann. Aber nee, das muss dann doch nicht sein. Die Ecke können wir dann auch so bauen. Ach, warte mal, die Ziegel, ja gut, die müssen wir auch erneuern. Die kann man nur nicht überbauen, die muss ich zerlegen, dann neu bauen. Hat eine Sauerei gemacht. Wer, wo und warum? Ah, okay. Du kommst hier nicht raus. Was hast du denn hier zur Verfügung? Sedimentgestein. Wenn du dir da eine Leiter aus Sedimentgestein baust. So vielleicht. Mal. Okay, da war vielleicht dann Wasserkraut und das hat's aber. Ich weiß nicht, ob da eins stand. Ne, da stand kein. Das ist eine ausgegraben. Und was ist hier los? Wasserkraut sind nass und verschüttet. Okay. Wird das da eigentlich entwurzelt? Nee, ne? Verdammt, jetzt ist das ja aber. Das war nicht der Plan, das ist blöd. Kannst du nicht bauen, Max? Doch, kann er. Aber du hast die falsche Leiter zuerst gebaut. Das war eigentlich nicht der Plan, das Wasserkraut zu entwurzeln. So, jetzt kannst du trotzdem noch nicht frei. Ach so, weil. Entwurzeln abbrechen. Ja, da wird dann ein Entwurzelungsauftrag da einen Auftrag gegeben. Nein. Das habe ich doch deaktiviert. Merkwürdig. Ich muss den hier jetzt noch im Zahn haben. Warte mal, Max. Da du ja einen versauten Anzug hast, verfolge ich dich jetzt mal, damit ich gleich die Sauerei in Auftrag geben kann, dass die weggewischt wird. So, okay. Ja, und es tropft hier runter. Es tropft und tropft und tropft bis hierhin, hat er wie. Ja. So.
Das Pipi. Ach, das hat noch ein bisschen Pipi. Bis wir das ganze Pipi wieder bereinigt haben hier. So, und jetzt habe ich hier was gesehen. Überhitzung. Ah, verdammt. Ja, ja, weil hier noch kein Wasser drin ist. Das können wir, ja. Dann müssen wir halt jetzt mal reparieren. Da kann ich jetzt leider nichts machen. Da kann ich jetzt leider nichts tun dagegen. So, wir brauchen dann Stromkabel. Muss da mal so rumgehen, weil... So. Dann ist die sanitäre Pumpe noch nicht angeschlossen so richtig, ne? So. Okay, Priorität. Ziemlich hoch. Dass die immer auf Sand stehen, das ist so blöd manchmal, ey. Moment, unerreichbare Nahrung. Marie. Ah, na gut, du kannst dich hier befreien. So, jetzt aber schnurstracks was zu essen holen. Ja, wenn... unerreichbare Nahrung auftaucht, die Meldung, dann sollte man die Hungermeldung auf jeden Fall für voll nehmen. Weil dann ist es kurz vor 11:30. Also es kann, wenn man halt zu spät ist, ne? So. Ja, machen wir es mal so. Ach, das Magmatit wird hier nämlich gleich eingebaut. Das ist super. Das freut mich. So, kommt jetzt hier? Nee, da kommt immer noch nicht hinterher. Wahrscheinlich ist die Küche auch. Ja, die wird auch immer wärmer. Ja, das ist... ja, wir müssen da wohl bald eine Aktivkühlung einbauen. Ja. Da kommt er jetzt im Moment nicht hinterher. Ich hoffe, dass es mal wieder irgendwann passiert, aber... das Wasser ist halt tatsächlich immer noch zu warm. Na, können wir noch Eis hier reinbauen? Ich weiß es nicht. Haben wir noch Eisplatten? 35 Grad. Ja gut, das kommt natürlich von hier, aber momentan... Oh, ach, ich bin auch ein Trottel. Abbruch. Ich lasse ewig noch Klempnern. Das hat aber... ja, es hat nicht so den erwünschten Effekt jetzt hier momentan. Der eine ist immer noch... ja, es ist auch, weil hier auch... wegen der Brücke, das ist auch so um... das ist ungut hier. Ich kann es aber nicht anders machen. Dann müsste ich die Kühlleitung anders bauen. Warte mal, wenn... ja, nee, das überbrückt sich dann hier. Das ist blöd. Oder? Also, ja, wobei die Brücke hier ja wieder rausfällt dann. Also, wir machen mal Folgendes. Schnibbel das hier mal weg. Lass das hier leer klempnern. Bis dahin. Ja, was ist eigentlich das Problem, wenn ich hier in das Salzwasser normales Wasser reinlasse? Eigentlich gar keins, oder?
Wenn das eh entsalzt wird, dann das geht ja durch den Entsalzer durch. Der tut es ja dann einfach wegleiten. Naja, gut, ist egal. Jetzt wird es eh schon gemacht. Ja, weil das können wir ja dann, die Brückerei hier brauchen wir nicht mehr. Können wir eigentlich das hier zerlegen, aber nicht die Brücke. So. Das schließen wir so wieder normal an. So, damit es jetzt keinen Unfug macht hier. Ach, falsch abgetrennt. So, das muss nach unten, alles klar. Die Brücke wird zerlegt und das nach oben. Also links nach oben, rechts nach unten. Und tue ich das da wieder anschließen, ich Trottel. Muss doch das sowieso. So, da machen wir es jetzt nämlich wieder auf. Und das kann aber jetzt gerade nicht weiterlaufen. Warum? Aber jetzt machen wir es halt wirklich so, dass ich das hier wegschneide. Dann lasse ich das hier entdingsen hier, entklempnern. Jetzt muss ich nochmal hier überlegen. Muss die Wasserleitung nämlich hier. Ja, weil dann kann ich nämlich hier die Brücke rausnehmen. Das geht auf jeden Fall so. Wenn ich hier. Ach, das geht hier nicht, ne? Warte mal. Ne, da können wir nicht drücken. Das bringt uns nichts. Das ist die Leitung. Die können wir aber umlegen. Ja, das ist nämlich das Problem hier gerade. Dann legen wir die Leitung um. Beziehungsweise, die habe ich so. Ja, das ist aber auch kein Problem. Das zerlegen war die Brücke, die machen wir einfach in die Richtung dann. Das ist eigentlich auch ein Quatsch. Jetzt muss ich da auch nochmal überlegen. Ich möchte, dass der hier Vorrang hat. Vor der Pumpe. Das heißt, ich muss den hier mit der Brücke hier einspeisen. Den auch bitte klempnern. Autosave. Ah, wir sind schon wieder. Ja, wir müssen jetzt dann auch demnächst Feierabend machen. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Aber jetzt bin ich halt gerade drin, ne? So, zerlegen. Das kann ersatzlos gestrichen werden mal, bis auf ein Stück, das wir mal brauchen hier dann. So, markiert zum Entleeren. Okay, dann kann ich nämlich das Stück abreißen. Dann brauche ich hier ein Stück Brücke. Nicht aus Sandstein, wenn es geht. Das sind eigentlich noch Brücken aus Sandstein, aber das ist egal. So, du gehst dann da rein, wenn da nichts ist. Und du musst darum, genau. Dann haben wir es eigentlich wieder, ne?
Und ja, da tut mein... Na gut. Oder warte mal. Das haben sie es schon gemacht, ist egal. Eigentlich tut das so ein bisschen mein Monk rebellieren, dass das jetzt so ist. Ich wollte es eigentlich so gerade drüber haben, aber... Ja, da können wir jetzt gerade so drüber wegschauen. Aber gerade so. Genau, das ist die Überlastung, wenn hier nichts mehr raus kann. Was, wenn der von oben kommt, ne? Dann tun wir das woanders hinbringen. So, und jetzt müssen wir da wieder das Ganze hier zusammenstöpseln. Das ist so geplant. Das können wir zusammenstecken, das können wir zusammenstecken. Da können wir was zerlegen. Das hat sich geleert, perfekt. Sind die auch Sandstein? Nee, nicht. Magmatit muss ich mir demnächst einmal herstellen. Wie war das? Hier nach oben und hier nach unten, oder? So rum war es, glaube ich. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ja, doch, stimmt. Ja, die Laufrichtung stimmt. Dann kann das nicht auch wieder laufen hier, die Kühlung. Und das können wir hier... Warte mal, das muss ich hier leider auch nochmal schneiden. Weil das muss raus. Das muss zerlegt werden hier. So, wie haben wir das jetzt hier gemacht? Ach so, ja. Das machen wir anders. Da haben wir hier wieder so ein Stück. Dann brauchen wir hier wieder... Quatsch, das ist ja schon richtig, ja. Aber... Das soll nicht umgebaut werden, das ist richtig so. Radiator, warum wird das jetzt nochmal... nee. Da habe ich das falsch gebaut. So, das sollte ja so. Und... Hier nochmal ein Radiatorrohr. So. Und normal ist, dass es nicht zu kalt wird tatsächlich. Oder zu viel austauscht hier. So, jetzt, ja. Ich weiß, ihr hattet jetzt alle Körpertemperaturprobleme natürlich, weil die Kühlung jetzt gerade nicht laufen konnte hier. Aber das sollte auch demnächst wieder kommen. Ja. Gut. Der kommt hier einfach jetzt nicht mehr zur Rande hier im Moment. Das ist bedauerlich. So. Oh. Da ist jetzt noch was anderes geschmolzen. Okay. Ah, unsere Leitung ist geschmolzen. Ja. Das müssen wir dann gleich reparieren wieder. Ja, weil wir jetzt kein Wasser rein haben. Das muss noch hin. Warum pumpt die nicht? Warum pumpen die nicht? Was ist denn hier das Problem? Ah, kein Strom. Ach so, ja. Okay. La 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 la. Hier habe ich es nicht angeschlossen. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Warum hat es das nicht kopiert? So, jetzt aber schnurstracks da Wasser rein. Weil eigentlich wollte ich das jetzt hier nicht, dass ich da ewig viel hier Sachen hier auffülle. 1000 Grad, oh Gott, es gibt jetzt hier gleich eine Wasserexplosion. So, jetzt kommt das Wasser. Jetzt mal. Ja, jetzt geht's los hier. Ja, jetzt müssen wir halt warten, dass sich das hier entsprechend abkühlt. Weil hier jetzt doch schon eine kleine Menge drin ist, ne? Ja, die Dampfmaschinen, die röten jetzt wie blöde. Ah, ich sehe hier gerade, Wasserstoff ist vollständig. Das bedeutet, hat es die ganze Leitung hier noch geflutet. Ja, das war eigentlich nicht der Plan. Weil im Prinzip
Das dann hier abschnibbeln. Hier abschnibbeln. Und kann ich das irgendwie erreichen, dass es... Na, das kann nicht zurückfließen, ne? Das ist das Problem. Ich kann nur eins machen. Ich kann die Brücke hier rumdrehen. Und dann kann ich das hier, wenn da mal nichts da ist, dann... Aber momentan sieht es jetzt ja nicht danach aus, ne? Habe ich halt mal gesagt, es wäre zu wenig Gas? Ne, es ist nicht zu wenig, aber... Ja, zumindest kommen jetzt ab und zu hier noch die zum Tragen, aber die können eh nichts groß reißen hier. Was macht eigentlich der Druck hier drin? Ah ja, der ist gut, eigentlich ganz gut. Okay, wir haben leichten Überdruck, wenn wir so wollen. Aber ansonsten vollkommen in Ordnung. So, da ist alles Taco, das hat jetzt 50 Grad hier. Der ist schon fertig wieder mit seinem Zyklus. Naja, gut, nee. Untätig nur, aber der wird gleich wieder spucken hier. Und hier hat sich auch schon ordentlich Kobalt hier verabschiedet. Okay. Ja, das wird hier außen natürlich jetzt auch kühler, aber wärmt hier natürlich auch die Gegend auf. Aber da ist uns die Wärme dann eh egal. Das Problem ist halt, man kann es nicht weiter runterkühlen momentan, wenn man es nicht wieder aktiv macht hier. So, was macht es jetzt hier? Ah ja, jetzt gibt es ja auch unser erstes Salz. Der ist wieder ganz kaputt, okay. Ah, jetzt gibt es ja noch festes Aluminium. Wobei das vielleicht das Garten mal gar nicht so schlecht ist. Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder in Regionen, wo wir jetzt wieder die Schiene noch reparieren können. Weil ich mir da nicht sicher bin, ob ich da nicht doch lieber Stahl nehme. Na komm. Sicher ist da nochmal sicher, ne? So, aber da hinten, das war einfach nur, weil da die Flüssigkeit ewig stand. Wie hatte ich denn das gebaut? Ich bin mir jetzt gar nicht mal so wirklich sicher. Das so... Das ging so. Ah ja, genau, das ging so. Einmal da. Ich glaube, die untere Schiene hier, die baue ich mal aus Stahl. Dass die nicht wieder so schnell schmilzt. So, und hier muss noch die Schiene hin. Jawohl, das ist so. Also hier darf keine Verbindung sein. Gehen wir mal sicher hier. Das sieht doch komisch aus. So ein fester Aluminiumblock, so grünig. So, Salzwasser, Salzwasser. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Dampf haben wir denn. Ja, dass wir hier nämlich nicht zu viel Wasser reinhauen. Sag ich mal. Ich denke, das reicht dann mal. Dann schauen wir, wie viel Dampf wir haben. Ich denke, dass es eine ganz gute Menge Dampf ist hier. Da haben wir 100 Kilo pro Feld fast hier. Wenn wir da mehr rein tun sollten, natürlich immer Bescheid geben. Dann mache ich da natürlich mehr rein. So, da wird auch wieder... Ja, das wird eigentlich relativ schnell hier rausgesortiert hier. Die Dampfmaschinen haben nicht wirklich was zu tun. Ich habe ja auch gesagt, die werden auch nicht großartig dazu sein, um hier Strom zu erzeugen. Nee, nee, das war nicht so geplant. So, und jetzt muss ich hier nochmal checken. Jetzt haben wir hier noch 140 Kilo Salzwasser und 40 Kilo Dampf. Na, da haben wir hier fast 200, oder wie?
Nee, nicht ganz. Nee, nee, haben wir nicht. So, jetzt muss ich natürlich, warte mal, da hat er doch, glaube ich, auch die Leiter, sag ich schon, die Schiene hier. Hä? Die haben es jetzt in den, ach so, die ist nicht geschmolzen. Ach so, ja, ja. Da muss ich den wieder ausgraben. Was hat denn der jetzt eigentlich für Werte hier, der Aluminiumvulkan? Aktive Phase, 55 Zyklen. Ach, der ist immer für 55 Zyklen aktiv. Nächste Ruhephase in 27,2. Also der hat schon so ungefähr seine Hälfte Zyklen herum hier. Ja doch, wir sind jetzt bei der Hälfte, ja. Okay, aber es ist halt, den einen haben wir gerade abgepasst, der hat dann gerade erst angefangen, das war super. Und der, naja gut, der hat schon eine Weile hier mal hier gemacht, hier gebrodelt, das weiß ich. So, ich möchte hier mal, dass das hier repariert, weil das blöde Defekt hier, das sieht doof aus. So, jetzt ist hier noch Wasser. Naja, das ist nicht schlimm. So, und dann machen wir hier veredeltes Metall. Ja, und wie ich gesagt habe, sobald wir das Kobalt kennen, das wird dann ergänzt hier in der Ding, wenn man hier die Sparte praktisch komplett markiert. Dann wird jedes neue Material hier dann gleich markiert. So, da ist die Sperre noch. Ich glaube 130 Grad haben wir gesagt. Wenn unter 130 Grad. Ja, warum das hier immer auf, zum Beispiel bei den Thermosensoren steht es, oder bei diesen Rohrthermosensoren, da steht es meistens auf 9, nicht auf 9, auf 6,9 Grad. Ich weiß nicht warum. Was ist das für eine Temperatur, für eine besondere? Warum steht es auf 6,9 Grad? Gut, Leute, dann würde ich mich auch mal für heute verabschieden. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit halt hier rumgemacht, ein bisschen woanders, aber nicht viel, aber ja. Schaut es nicht hier mit Wasser aus? Ja, geht. Geht noch, aber wir haben ja auch hier noch. Ah ja, das ist alles nicht so wild, aber der spatzt ja auch nicht so viel raus wahrscheinlich, ne? Ja, der Dampf, der bleibt doch ziemlich lang hier. So, der müsste eigentlich noch ein bisschen gekühlt werden, aber naja, gut, das ist jetzt egal. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt verabschieden. Das ist leider wieder doch etwas länger geworden, wie ich wollte. Ich wollte nicht eine Stunde machen, sondern ich wollte eigentlich nur eine Dreiviertel maximal oder eine halbe oder 35 Minuten. Das ist eigentlich so mein Mittelziel. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr geht's beim nächsten Mal, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Tschüss, sagt euer Lego.